mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Wir haben einen neuen besten Freund übrigens. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Arzt ich in der Tasche habe, um zu sehen, wie viel ich dann am Ende nicht mehr habe. Ich habe noch 84 Arzt. Na gut, stimmt, ich habe ja das... Holle Matt. Ob ich den irgendwie verpfeifen kann, ob er mich verpfeift. Ach, guck mal, das ist Torus. Hallo, Torus, grüß dich. Ja. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Man sieht übrigens, dass Gothic 1 und 2 so mehr oder weniger die gleiche Engine verbinden. Oder, dass dieser DX-Mod der gleiche ist. Weil die Art und Weise, wie das Licht immer wechselt zum zum Tageszeitenwechsel, ist schon sehr signifikant gleich. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Schön, Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Das ist auch eine coole Antwort. Vergessen. Ja. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Wir wissen ja schon, dass er unbeschlechtlich ist. Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Er ist doch bestechlich. Ich meine, 1000 Brocken ist ja eigentlich nicht so viel. Wir hatten zwischendurch schon fast 300. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Das klingt danach geradezu großartig. Na gut, drehen wir mal mit Diego, was er zu sagen hat. Oder wer ist er denn hier noch? Warte mal. Ach, das ist Diego. Da steht gerade, stand er hier noch. Schatten Grimm. Wollte mich gerade schon wieder Olomat anreden? Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Kann das sein, dass Matt mich einfach ausrauben möchte, sobald ich irgendwie einen leeren Ort erreiche? Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Irgendwie überspringt das gerade ein paar Dialoge, die ich vorher mit Dings nicht geführt habe, oder? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ihr hat weiß, wie ihr das sagt. Bis jetzt haben sie sich noch nicht gemeldet. Ist halt irgendwie klasse, oder? Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Was ist eigentlich eine sehr positive Eigenschaft von dieser Barriere, dass sie einseitig Leute reinlässt, was eigentlich auch so ein Problem für sich ist.
nichts. Aber gut, das andere ist, aber Waren kommen ja anscheinend raus. Ne? Wenn dieser Waren kommt, der fährt ja immer rein und raus. Also es scheint ja irgendwie mit entweder lebendigen Dings oder direkt mit Menschen zu interagieren. Ja. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ah ja. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Na toll. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Aber mal zu muss nicht gleich jeder wissen. Tja. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Toll, da war ich doch schon, wo ich anders rumgelaufen bin. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Mhm. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Ha. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Das ist großartig. Bei ihm kriege ich also umsonst eine Karte. Das ist schon mal viel wert. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Der hat mit ein paar Leuten geredet. Ja, wann denn? Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Das kann jeder behaupten. Ihm ausrichten. Das kann ja wirklich jeder behaupten, also absolut jeder. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Kostet bestimmt Geld, oder? Ah ne, es kostet nur Dings. Fange ich jetzt direkt an mit Geschicklichkeit? Ich will ja auch als Bogenschütze spielen, habe ich mir ja vorgenommen. Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Ich halte mir die Lernpunkte noch zurück. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, gewiss doch. Mach's gut. Ich müsste vor allen Dingen erstmal eine Waffe finden, die irgendwie mit Geschicklichkeit skaliert wird, glaube ich, ganz cool. Ich finde es nämlich nicht gut, dass mir Matt hinterher hängt. Das wird bestimmt noch böse enden. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Das Hintergrundgebrabbel, was? Baltaran? Ach, das ist bestimmt einer der Noviz, ne? Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Das ist so ein Wichser, dieser Typ, ne? Graham, Mensch, grüß dich. Hi. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Tja, ja. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Was?
Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Das ist eigentlich gerade durch den Fehler eigentlich noch besser geworden, weil mich ja direkt unterbrochen hat, bevor ich gesagt Ach, bezahle ich ihn jetzt? Ja, ich bezahle ihn jetzt einfach. Ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. So billig kommst du nie wieder an so eine Karte. Glaub mir. Der lügt doch. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Hey, du! Blattwin! Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Tja. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. 10 Erz, ne? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wir brauchen Level. Ganz doll schnell. Kann ich mit Mathe nicht nochmal reden? Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Also ich habe noch 64 Dingsbums im Inventar, was halt tatsächlich so viel ist, wie ich am Anfang hatte. Also ich warte halt die ganze Zeit darauf, dass er irgendwas klaut, ne? War nicht besonders. Boah, immer eigentlich gerade Platten herkommen, der war vorher noch nicht da, oder? Oh, guck mal, hier spielt die Band, hier ist das. Hier ist die Trommel. Das kann ich aus Copyright-Gründen leider nicht machen. Ah, Gravo, wer bist du denn? Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Das ist ein Typ. Ich würde eigentlich nur mit Gravo reden, der übrigens nicht mit mir reden möchte. Darf so ein Feuer keine Pfanne? Oh, das ist gerade schwierig. Jetzt rennen wir gerade an eine Stelle, die nicht ganz so belebt ist. Also ob Automat mich gleich versucht zu überfallen. Also der Frauenanteil in dieser Kolonie ist tatsächlich erschreckend niedrig. Ob das nicht irgendwie zu Frustration bei den Leuten führt? Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Das ist ein Typ! Das haben sie ja gar nicht gern. Der nervt richtig alle Matt, ne? Ich bereue es überhaupt nicht, ihn mitgenommen zu haben. Also zumindest, das funktioniert ganz gut eigentlich. Herek. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Und warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Bis das heißt, rumspricht. Wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Ach du Scheiße. Ein Kampf? Power! Affe weg! Da ist Blatt. Komm zurück, du Feigling! Niemals, ihr Penner! Oh, die folgen mir wirklich. Nein, ist das vor allem Matt. Der mir folgt, er schön. Sly? Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Sein Name scheint wie Programm zu sein. Was will er denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Hab ich du nie bist zusammen neu gefunden? Hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ja, das ist ja schön.
Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. So. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ah ja. Ich überlege gerade, ob ich mir schnell ein Bett schnappe und schnell penne. Mache ich jetzt auch einfach. Hey du! Verschwinde hier! Das ist halt so dumm, das Seidler. Seine Haut. Hey du! Was hast du da drin? Hey du! Du hast da drin... Es ist so dumm, dass du einfach fremden Leuten hier im Betten schlafen kannst. Ach schön. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Die gehen mir auf den Nerven. Erz bist du dabei? Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich. Macht er das jetzt jedes Mal? Der nervt doch ganz schön rum, Olle Bloodwind, ne? Ach schön. Mal sehen, wie lange ich damit durchkomme, hier niemanden zu bezahlen. Ich würde euch gerne mal mit Baltaran reden, den alten Kiffer. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran, von der Bruderschaft des Schläfers. Tja, erklär mal. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Mhm. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Toll. Nun gut, müsste ich eigentlich die ganze Zeit so eine blaue Bubble am im Hintergrund sehen, oder ist das tatsächlich so, dass man die nachts sieht oder irgendwie so? Ich kann mich irgendwie dunkeln, dass man das eigentlich eine Bubble sehen müsste. Nun gut, ja, der Schläfer, über den weiß ich ja schon viel. Ich werde mal nicht so viel sagen. Wie kommt man da hin? Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parvis müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Also groß ist das ja auch nicht, dass er das glaubt. Ne? Also das ist ja mal so eine Sache so mit der Welt und der Größe. Aber das ganze Minental ist ja doch schon recht überschaubar. Das ist mir heute so eingefallen. Ich habe heute im Stream geguckt, da hat jemand welches auch immer das Zelda ist, was auf der Wii U stattfindet. Oder eins davon in HD. Twilight Princess, glaube ich, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, da war dann die Story, dass so wie das Land vom Schatten befallen ist und dass die anderen 3 Schattengeister gerettet werden müssen, damit das Land wieder irgendwie hell ist. Und da war meine erste Überlegung so, dass die Welt ist ja doch recht groß, ne? Ich glaube nicht, dass so 3 oder 4 Lichtgeister reichen, um die Welt abzudecken. Man braucht wahrscheinlich eher Tausende von Lichtgeistern, um irgendwie so vernünftig die Welt im Großen und Ganzen auszuleuchten. Gegen die Finsternis. Aber das weiß ich schon. Erzähl mal ein bisschen was hier. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Naja, der Tod ist auch eine Freiheit, nicht wahr? Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Also er scheint ja irgendwie, also unser Held scheint ja gewisses Hintergrundwissen zu haben, was das angeht. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen, vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe.
Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Ja. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Cor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Oh, das ist, ja. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Tja. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Ach nee. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Stimmt genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Das klingt doch eigentlich gar nicht so uninteressant, ne? Na gut, schönen Tag noch. Gut, haben wir das auch gesehen.